Das ist Adolf Walter Hettler, Gründer und CEO des Deutschen Instituts für Suboptimierung neofaschistisch-einheitlicher Jugendinhalte, kurz Disney. Für sein Unternehmen arbeitet Hettler täglich, ganze vorbildliche 20 Stunden, um es noch größer und einflussreicher werden zu lassen, als es ohnehin schon ist, mit Erfolg. Und wenn er mal nicht in Geschäft involviert ist, dann geht er entweder mit seinem Hund Blondie spazieren, ärgert sich über seine Nachbarn, organisiert Fackelmärsche oder führt Interviews mit sogenannten Investigativjournalisten, wie in unserem Falle. Guten Tag, Herr Hettler. Was soll das denn? Man grüßt doch heutzutage anders. Wir sind hier nicht bei den Wehen. Wie grüßen Sie stattdessen? Ach so, natürlich. Ist das nicht verboten? Nein, keinesfalls. Das ist nur die Größe vom Geldstab, den ich gestern um 1933 gezählt habe. Das müssen Sie jedem Konto. Nein. Neu, weil Sie haben. Na schön, danke auch. Und wie viel haben Sie dann ungefähr in Zahlen verdient? So Zahlen, das sind alles bürgerliche Kategorien. Zahlen haben mich 1943 beim Dreh von Bondis in Stalingrad auch nicht interessiert. Wie bitte? Nichts. Warum sind Sie eigentlich hier? Ich habe zu tun. Ja, was haben Sie so Wichtiges zu tun? Geld sehen? Davon haben Sie ja reichlich verdient. Mit Ihrem neuen Rohrkrepierer, ich meine natürlich Blockbuster, ging der Stern Episode 88 Part 3 die dritte Ordnung schlägt zurück. Die sah nach neuesten Schätzungen sogar ihren alten Weltrekord mit Avataria, der Aufbruch nach Groß-Berlin, getoppt. Mit sage und schreibe 3,4 Milliarden Reisdollar. Wie schaffen Sie das bloß? Nein, indem wir Polar Franchise aufschlachten. Ich meine natürlich, indem wir uns neue innovative Ideen einlassen, die die Zuschauer immer wieder aufs Neue begeistern. Ich meine, es ist Ihnen ja wirklich gelungen. Ich meine, ein 85. Todesstern, da habe ich niemand gerechnet. Ja, also das war ein absoluter Geniestreich. Und ich meine, diesmal ist es sogar kein Stern, sondern ein Kreuz. Das hat auch wieder einen Haken. Das ganze Vier, also Propaganda. Ich meine, so beerbt, dann haben wir ganz Arbeit geleistet. Apropos PR-Abteilung. Welche neuen Firmen sind eigentlich momentan in Planung? Ah, warte, lassen Sie mich raten. Es ist ein Sequel zu einer völlig ausgelutschten Filmreihe, die seit den 90ern keine Änderung mehr widerfahren hat. Nein, ganz im Gegenteil. Der Übernahme von Universal Studios und als Blick aus der handfremden Filmrolle, wenn wir sportsbegeistert sind, bald über die Neuverfilmung des Skisportklassikers Schindlers Piste freut und auch für die jüdische Glaubenskultur ist etwas dabei mit Jurassic Park 4. Aber das sind doch alles nur Armutszeugnisse ihrer mangelnden Kreativität, die mit redundanten Konzepten aus einer moralisch verwerflichen Weltvorstellung gefüllt werden, die höchstens dem Massengeschmack von 1936 entsprochen hat. Und es funktioniert nur deshalb, weil es in der Filmbranche einfach keine Alternative zu ihnen gibt. Was? Wer wissen Sie das? Wann sind Sie da schicken? Ich bin Investigativjournalist. Dass ich mich lache. Das fällt selbst an dummen Straßenblut auf, dass wir immer mehr selben unmoralischen Filmbrüssen. Ich könnte selbst hingehen, leider nach oder nicht vor so einem Film. Den Menschen mit keinem Unterschied zu guter, aufwendiger Unterhaltung will. Das zeigt doch auch die Umsatzzahl. Sie haben sich in den letzten 3 Jahren verfünffacht. Und da soll doch jemand sagen, dass wir nichts produzieren, was noch nicht konsumiert wird. Wie denn auch, wenn Sie keine anderen Alternativen haben? Sie besitzen 99,88% des gesamten Umsatzmarktes. Sie werden oder müssen einfach ins Kino rennen. Und dann dadurch eben die völlig überteuerte Kinokarte für 44,58 kaufen. Außerdem werden sich dann viele auch noch Plastik-Merchandise von Hunderten von Dollar kaufen, das sie gerade mal für 3 Pfund oder so in China produzieren lassen. Und das alles nur, um an Gesprächen im sozialen Alltag teilnehmen zu können. Nun, wir haben diese Produktion in der Wirtschaft, die auch einige Opfer bringen müssen. Weiterhin ist es der Wille des Konsumenten, der uns in die Hände gelegt wurde. Es wäre eine Schande, wenn wir diese große Chance nicht nutzen. Wenn man von einer Erfüllung... Wir bestimmen die Unterhaltung und was zu sehen ist. Sie ist, wie bereits von Ihnen gesagt, alternativlos. Oder noch banaler, wir geben dem Volk Themen, worüber Sie reden sollen. Aber... Na, und wenn ein Film floppt, dann stehen wir eben auf unsere tolle Streaming-Plattform und bieten ihn als Direct-to-Stream an. Und mit dem Aufschlag wird das Streaming-Abo natürlich. Das ist außerdem gut für die Konjunktur und gut für mein Tresor. Würden Sie mich bitte nur in Ruhe lassen? Ich muss noch kurz die Obdachen und meine 33 Einfahrten nach Obersalzberg vertreiben. Oder Gelting. Vielleicht noch eins. Mal gucken, wie viel ich schaffe. Ich habe bis 5.45 Uhr heute ja noch Zeit. Jetzt hetzen Sie nicht so. Wir sind ja nicht in Sachsen. Wer hetzt hier? Sie oder ich? Nun, Sie arbeiten ja nun auch nicht länger als notwendig. Naja, meine Arbeitszeiten sind nicht gerade mit denen Ihrer zu vergleichen. Was? Na, Ihrer so. Das war eine rhetorische Frage. Oder wie Lenin einst sagte, maßlose Übertreibung erleichtert das Verständnis. Seit wann zitieren Sie Lenin? Der
Das tue ich gar nicht. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Mir nur Filme. Schön.